Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu Sieg und Tor. Das war dein erstes Zweitligator deiner Karriere. Beschreib doch einmal, wie es in dir aussieht aktuell. Ja, es ist natürlich ein überragendes Gefühl, gerade dass wir es am Ende dann auch nochmal auf unsere Seite gezogen haben. Es ist unbeschreiblich, das Gefühl gerade. Es war das erwartet enge und intensive Spiel gegen einigermaßen oder gegen einen guten Gegner. Warum hat 96 heute gewonnen? Ja, weil wir einfach als Mannschaft, als Einheit brutal gut funktioniert haben. Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen. Wir hätten es uns wahrscheinlich in der ersten Hälfte auch noch leichter machen können, indem wir die eine oder andere Chance mehr nutzen. Aber am Ende stehen die 3 Punkte. Wir sind mega happy und auch zufrieden mit, denke ich, der guten Leistung. Ihr seid mit einer Niederlage in die Länderspielpause gegangen, seid jetzt mit einem Sieg wieder rausgekommen. Was nimmt man jetzt mit nach Schalke? Ja, natürlich eine ganz breite Brust. Wir nehmen die gute Stimmung, sage ich mal, nehmen wir mit in die Woche. Das war auch die letzten Wochen so, trotz der Niederlage in Lautern. Wir wussten, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass es dann auch bitter ist, dass du das Spiel verlierst. Und ja, gute Laune, gute Stimmung und einfach Bock haben auf Schalke, die nächsten Punkte zu holen. Dann bedanke ich mich. Danke dir.